Spotify 22 Bad bei MySport MyStory. Ja, und jetzt noch 5 Minuten ein lockeres Einspielen hier beim SV Delfs, die jetzt das Spiel um 12.30 Uhr hier gegen die Union Innsbruck bestreiten werden. Hier bei toller Witterung, bei toller Atmosphäre. Hier das letzte Spiel für die Frühjahrsmeisterschaft hier am Emmert für den SV Delfs. Gerhard Kalchgruber, der diese Jungs trainiert hier und mit Leidenschaft und Herzblut bei der Sache ist und diesen Jungen die Möglichkeit gibt, eine richtig tolle Mannschaft zu bilden, aufzubauen, für die erste Mannschaft heranzuziehen. Und es sind richtig tolle Jungs, die hier spielen. Und wir werden sie vorstellen. Und da steht ein Teil der U15-Mannschaft vom SV Delfs. Hallo, ich bin Domund Ilhan, spiele bei U15 SV Delfs, bei der Position Rechtsverteidiger. Heute war es eigentlich ein gutes Spiel, haben den Sieg geholt, die 3 Punkte stehen vor, halt, haben wir ein Tor bekommen, sonst war es gut. Hallo, ich bin der Fabian Schretter, ich spiele auch bei SV Delfs U15. Ich spiele auf der Position ZDM, also zentralen defensives Mittelfeld. Und ich finde, dass wir jetzt schon gut gespielt haben, ich kann mich unbedingt nur anschließen. Ich finde, wir haben gut ausgespielt die erste Hälfte, die zweite Hälfte ist nicht mehr so gut gegangen. Aber doch, ich finde, wir haben gut ausgespielt, das hat schon passt heute. Ja, der Co-Trainer ist zufrieden und ein wunderschöner Fallrückzieher. Also das ist da wohl perfekt gelungen. Ja, ist schon gegangen. Wie hast du das von dir aus gesehen? Ja, der Ball ist halt hochgekommen, dann war ich so mit dem Rücken zum Tor. Dann habe ich mal gedacht, probiere ich es halt und dann ja, hat man nichts gesehen. Ist da nichts mehr anderes übrig geblieben, gell? Nein. Ja, war ein wunderschönes Tor, Andreas. Wie hast du es gesehen? Ja, also von außen hat es gewaltig ausgeschaut. Super in die Luft gestiegen und hat dann genau passt auch noch. Hallo, ich bin Ricardo Zoller, spiele Sturm, das heißt für Delfs und ich kann mich leider bei den zwei Mitspielern, Umut und Fabian, beischließen und sagen, wir haben super gut zusammengespielt. Man hat zum Schluss aus gemerkt, dass es voll heiß war, weil jeder ein bisschen nachgelassen hat, hinten gut gestanden und von hinten gut ausgespielt. Felix, du bist eine ganz wichtige Stütze im hinteren Spielfeld. Ja, also ich bin der Felix Kleist, der Linksverteidiger der Mannschaft und ich finde, dass die Partie heute stark gewesen ist. Dass man keine 80 Minuten auf Pressing spielen kann, war klar. Deswegen haben wir uns in der zweiten Halbzeit ein bisschen nach hinten einfallen lassen. Es haben anscheinend nicht alle ganz verstanden, dass man nicht 80 Minuten im Vollsprint durchrennen kann. Und das war nachher auch das Problem, wieso es ein bisschen nervös geworden ist, das Spiel. Weil normalerweise haben wir alles im Griff gehabt, aber von außen sind Rückmeldungen eingekommen, an denen ich nicht anschließen kann. Aber ich finde, im Großen und Ganzen war es ein starkes Spiel. Ja, das Spiel war stark und man sieht schon, es gibt auch Kritik und die Kritik ist auch sehr wichtig. Man kann über alles diskutieren. Wie ist es bei dir gelaufen? Also hallo, ich bin der Simon Post, ich habe die Nummer 4. Ich spiele Rechtsverteidiger und Rechtsflügel, also ich kann Board spielen. Und ja, also die erste Halbzeit, habe ich gefunden, haben wir super gespielt. 3 Traumtore gemacht, also was man nicht immer schießt eigentlich. Und man hat halt dann in der zweiten Hälfte gemerkt, dass halt brutal heiß ist, über 30 Grad hat. Und ich kann gleich wieder fähig sagen, dass man nicht immer pressen kann. Und ja, man hat nachher gemerkt, dass es nachher halt nicht mehr so gut laufen ist mit dem besten Zusammenspiel. Aber wenn man jetzt so die erste Hälfte zurechnet, haben wir das super gemacht und ja. Also hallo Griesenk, ich bin der Eka Noah, der Kapitän von der Mannschaft. Ich spiele links Mittelfeld und ich finde, dass wir halt die erste Halbzeit ganz gut gespielt haben. Viele gute Tore, was man so nie sieht und eben wie die anderen schon alle gesagt haben. Wir haben alle gut zusammengespielt, wir haben bissen bis zur letzten Minute. Ja, war halt heiß, aber für die Gegner war es auch heiß. Ja, ihr habt eure Meisterschaft gewonnen. Jetzt geht's weiter in der EM. Wer ist denn dein Favorit? Also mein Favorit, ich habe jetzt nicht so einen riesigen Favorit, aber natürlich Österreich. Also ich hoffe, dass die so weit wie möglich kommen halt. Aber es schaut ja bis jetzt gut aus. Ja, Frankreich ist für mich der Favorit, aber ich finde Portugal und Spanien sind auch gut dabei. Also, Felix. So. Angefeuert wird natürlich Österreich, aber da können sich vielleicht nicht alle mit mir anschließen. Ich hatte auch kein Problem, wenn die Deutschen das gewinnen. Also ich hoffe mal, dass die Österreicher weiterkommen, aber sind für Frankreich, England oder Italien, weil die spielen brutal zusammen. Also ich bin nicht dafür, dass Deutschland gewinnt. Ich bin dafür, dass Belgien gewinnt, weil Belgien coole Spieler hat. An De Bruyne mag ich gern. Ja, deswegen hoffe ich, dass Belgien gewinnt. Unser Stürmer hat den erledigt. Gute Spielheit. 4-1 gewonnen, ja. Und jetzt wird gefeiert? Ja. Und von wem bist du Fan? Von der Türkei natürlich. Ja, schau mal. Und wem hebst du die Daumen? Ja, genau.
Eigentlich war ich ja Türkei-Fan, aber das sind leider haben drei Spiele verloren. Als zwei Spiele. Die letzten werden sie auch, glaube ich, verlieren. Mein Favorit ist England, aber wird England, glaube ich, holen.